Liebe Patientinnen und Patienten, liebe Interessierte, ich darf Sie ganz herzlich im Namen der AGU-Kommission Mama zu dieser Expertinnenrunde begrüßen, zu aktuellen Themen rund um das frühe Mama-Cartzoom. Ich darf die Expertinnenrunde kurz vorstellen. Die besteht aus Frau Professor Tanja Fehm, Direktorin der Universitätsfrauenklinik Düsseldorf, Frau Professor Nina Ditsch, Leiterin des Brustzentrums, leitende Oberärztin an der Universitätsfrauenklinik Augsburg, Herr Professor Hill Schäfferz der Frauenklinik Agaplesion in Frankfurt am Main und Herr Dr. Ingo Bauernfeind, Chefarzt der Frauenklinik in Landshut. Ich bin ganz froh, dass ihr alle mit dabei seid und in den nächsten 20 Minuten wir abwechselnd verschiedene Themenpunkte aufgreifen können mit aktuellen Themen, die uns in der Kommission im vergangenen Jahr besonders bewegt haben, möglicherweise jetzt dann auch in der Überarbeitung unserer Empfehlungen Niederschlag finden werden und möglicherweise damit auch eine hohe Relevanz haben bei der Vorstellung unserer überarbeiteten Empfehlungen. Wir wollen beginnen mit der operativen Therapie und ich gucke nach Landshut und frage den Dr. Bauerfeind, was sind die aus deiner Sicht wesentlichen prägenden Themen zur operativen Therapie des Mammakarzinoms? Ja, lieber Wolfgang, wir haben zusammen mit Mark Till dieses Kapitel dieses Jahr gemacht und es ist ähnlich wie letztes Jahr. Es ist nicht viel passiert, aber einiges hat sich ein bisschen deutlicher herauskristallisiert. Die Operationen bleiben integraler Bestandteil unserer Therapie und wir können sicherlich 70-80% primär brusterhaltend operieren. Und bei der Brusterhaltung geht es uns hauptsächlich darum, eigentlich so viel wie nötig zu operieren. Die Schnittränder waren ja über die letzten Jahre schon immer geringer, aber auch nicht zu viel zu entfernen. Das heißt, wir bemühen uns momentan um Dinge, dass wir während der Operation den Tumor noch genauer lokalisieren können, sei es über den Ultraschall, den wir nicht nur im OP, nachdem wir das Präparat entfernt haben, untersuchen, sondern schon interoperativ ultraschallen. Und da gibt es eben auch noch andere Markierungen und Versuche über Radioreflexion, vielleicht schon interoperativ die Schnittränder optimal zu timen und zu schneiden, um mögliche Mehrfachoperationen zu vermeiden. Ähnlich diese Dinge zu markieren ist bei all diesen Läsionen, die wir nachgewiesen haben, dass sie entweder Vorstufen sind oder bösartig, aber wir können sie nicht tasten. Da war bis jetzt natürlich der Goldstandard, dass vor der Operation ein weicher Draht, bildgesteuert, sei es durch Mammographie oder Ultraschall, an den Tumor herangebracht worden ist. Aber da gibt es eben auch inzwischen neue Markierungsarten, um diesen Tumor dann gezielt aufzufinden und auch die Radikalität einfach besser zu justieren. Nicht zu viel, aber auch auf keinen Fall zu wenig. Und dieses Markierungsthema geht dann auch zu den Lymphknoten über. Die Lymphknoten gehören nach wie vor dazu, sie zu entfernen, damit wir das Tumorstadium und Therapie vorher oder nachher besser bestimmen können. Und die größte Aufgabe ist momentan für alle diejenigen Frauen, die vor der Operation eine medikamentöse Therapie erhalten und vor der Beginn der Chemotherapie tumorbefallene Lymphknoten hatten. Wie können wir diese Lymphknoten nach der Chemotherapie wieder identifizieren und gezielt entfernen, um auch zu beweisen, dass in der Achselhöhle die Chemotherapie das gemacht hat, was sie soll, nämlich den Tumor zu vernichten? Da gibt es inzwischen auch verschiedenste Clips, magnetische Seeds und eine große Studie, die einfach zeigt, ja, unsere Methoden klappen, aber wir können eben das, was wir als Hypothese aufgestellt haben, jetzt schon so annäherungsweise über Daten nachweisen und vielleicht können wir dann auch bei einigen Dingen die Radikalität wieder herabsetzen, vor allem bei der kompletten Achselhöhlenoperation. Ein kleiner Ausflug noch zu dem, was in unseren heutigen Zeiten da. Wir hatten vor dem Jahreswechsel November, Dezember für unseren Sentinel-Lymphknoten kein radioaktives Kolloid mehr verfügbar, weil ein Kernkraftwerk ausgefallen ist und das andere wurde gewartet und schon konnten wir nicht mehr operieren. Und deswegen haben Professor Till und ich uns nochmal nachgeschaut, was ist denn mit anderen Markierungsarten, nämlich das Patentblau, das Indikationin-Grün und die funktionieren auch. Und wir haben hier nochmal die Daten geguckt. Das ist eine Alternative, wenn wir nochmal in eigentlich vorher nicht bekannte Notsituationen kommen, um was zu entfernen. Wir können also auch flexibel weiterhin unsere brusterhaltenden Operationen und unsere Operationen in den Achselhöhlen tatsächlich anbieten.
Ja, vielen Dank, Ingo, für diese tolle Zusammenfassung. Nun hoffen und gehen wir davon aus, dass das Technetium jetzt für den Rest des Jahres wieder gut verfügbar sein wird, egal ob es nun die deutschen Kernkraftwerke ganz abgeschaltet werden oder nicht. Aber ganz toll, diese Zusammenfassung. Ich gucke mal in die Runde. Gibt es noch ergänzende Kommentare? Und ich stelle mal die Frage ganz allgemein. Reduktion der Radikalität der Axilla, das war ja ein sehr prägendes Thema der ganzen letzten Jahre. Wo wird die Reise hingehen? Werden wir irgendwann ganz das Axilla Staging, die Entfernung von Lymphknoten in der Achsel verlassen? Das traue ich mich jetzt noch nicht, obwohl ich eigentlich dafür bekannt bin, dass ich glaube, dass das Entfernen von Lymphknoten, wenn überhaupt, nur diagnostisch ist und nicht therapeutisch. Wir haben ja bis jetzt immer den Sentinel gemacht, radioaktiv markiert, ihn dann mit dem Geigerzähler gesucht. Jetzt hatten wir dann eben auch noch den Clip markiert und die Methode Sentinel und Aufsuchen des markierten Lymphknotens als Targeted-Lymphknotenentfernung. Wir haben Studien gefunden, die gezeigt haben, dass man, wenn man nur den Targeted-Lymphknoten macht, oder dann ist das genauso sicher wie die Kombination von beiden. Professor Till und ich befürchten möglicherweise hier der Sentinel-Node-Biopsie so einen kleinen Schubser über den Rand zu geben, weil die Methoden, die wir machen, funktionieren, aber wir können die Methoden noch nicht ganz abschaffen, aber wir können sie reduzieren, möglicherweise. Ja, vielen Dank. Also das Axilla Staging wird erstmal bleiben, aber immer weniger Lymphknotenentfernung ist, glaube ich, schon die Devise der letzten Jahre. Und eben mit dieser gezielten Entfernung von ehemals befallenen Lymphknoten kann man vielleicht sagen, dieser Targeted Axillary Dissection, sind wir dann nochmal einen wichtigen Schritt weiter gekommen. Dann würde ich jetzt gerne nach Düsseldorf schalten zu Frau Professor Fehm. Liebe Tanja, was gibt's Neues zum triple-negativen Mammakarzinom? So das Karzinom, wo wir lange Zeit eigentlich den Patienten am wenigsten anbieten konnten. Hat sich das geändert? Ja, beim triple-negativen Mammakarzinom ist natürlich auch immer ein Karzinom, wo ständige Innovationen Einzug finden. Das ist keine neue Innovation, aber natürlich eine wichtige Innovation war die Einführung der Immuncheckpoint-Inhibitoren, also Antikörper, die das Immunsystem letztendlich zusätzlich stimulieren, sodass eben der Therapieeffekt der Chemotherapie nochmal gestärkt werden kann. Und wir hatten ja in unseren letzten Empfehlungen die Immuncheckpoint-Inhibitoren empfohlen bei triple-negativen Mammakarzinom-Patientinnen. Es ist ganz wichtig, die einen Tumor haben, eben mindestens größer 2 Zentimeter initial bei der Diagnostik. Also wenn der Tumor kleiner ist, dann haben wir keine ausreichenden Daten, dass das Hinzufügen der Immuncheckpoint-Inhibitoren einen zusätzlichen Nutzen haben kann. Und diese Checkpoint-Inhibitoren werden ja zum einen im Rahmen der neoadjuvanten Chemotherapie gegeben und sie werden dann im Anschluss, nachdem die Operation erfolgt ist, dann eben auch fortgeführt, unabhängig wie das Therapieansprechen ist. Also auch wenn die Patientin nicht so optimal angesprochen hat, wissen wir eben, dass trotzdem die Immuncheckpoint-Inhibitoren einen wertvollen Beitrag leisten und umgekehrt hat die Patientin sehr toll angesprochen. Also es ist kein Tumorrest mehr da, würden wir derzeit auch noch die Immuncheckpoint-Inhibitoren als Erhaltungstherapie weiter fortführen. Was, glaube ich, ein sehr großes Thema ist beim triple-negativen Mammakarzinom und wie wir Experten eben eigentlich auch noch ganz keine klare Meinung haben und mit den Patientinnen dann letztendlich diskutieren müssen, ist, wie gehen wir damit um, wenn die Patientin nicht optimal auf eine neoadjuvante Chemotherapie anspricht? Das heißt also, wir finden noch Tumorreste, weil hier gibt es ganz unterschiedliche Optionen, die man mit der Patientin dann diskutieren muss. Ist die Patientin eine BRCA1 oder 2 positive Patientin, dann besteht zum Beispiel die Möglichkeit, wenn sie nicht optimal auf die Chemotherapie angesprochen hat, ihr einen PARP-Inhibitor zum Beispiel anzubieten. Und wir haben bis jetzt noch nicht ausreichende Daten, Pembrolizumab mit dem PARP-Inhibitor gemeinsam zu kombinieren. Das ist vielleicht was, was wir mal in Zukunft machen werden. Die zweite Option, die wir mit solchen Patientinnen besprechen müssen, ist eben das Capecitabine, was wir ja schon sehr lange auch beim triple-negativen Mammakarzinom einsetzen, wenn die Patientin nicht optimal angesprochen hat.
Da ist es auch so, dass es zwar grundsätzlich Daten gibt, dass wir das kombinieren könnten mit den Immuncheckpoint-Inhibitor, aber derzeit wir eben noch in dieser Konstellation keine, ja, würde ich sagen, ausreichende Datenlage haben, sodass wir in der Konstellation mit der Patientin letztendlich die unterschiedlichen Optionen besprechen müssen. Also sprich, den Immuncheckpoint-Inhibitor fortzuführen, wenn nicht optimal eine Therapie entsprechend erreicht worden ist, oder auf Capecitabine umzustellen, oder im Falle, wenn es eben BRCA1 oder 2 positiv ist, dann auf Olaparib umzustellen. Und ich denke, dass gerade in diesem Bereich dieser sogenannten postneoadjuvanten Konzepte, also Konzepte, die zum Tragen kommen, nachdem die neoadjuvante Chemotherapie abgeschlossen ist, dass wir eben hier sicher noch sehr viele Optimierungen der nächsten Jahre sehen werden. Ja, vielen Dank, Tanja, für diese tolle Zusammenfassung. Also zwei ganz wichtige Therapie-Innovationen, die hinzugekommen sind, eben die PARP-Inhibition und die Immun-Checkpoint-Inhibition. Wenn ich es recht verstanden habe, müssten wir damit bei allen Patientinnen nun, also allen Patienten mit einem triple-negativen Mammakarzinom, zukünftig den DRCA-Status bestimmen. Habe ich das richtig verstanden? Ich gucke mal in die Fokusstadt. Nina, du hast ja ganz viel auch mit hereditären Brustkrebs gearbeitet. Oder noch vielleicht offener gefragt, bei welchen Patientinnen sollen wir jetzt beim frühen Mammakarzinom eine BRCA-Analyse veranlassen? Und wie geht das? Also grundsätzlich ist es ja so, vielleicht fange ich an, bevor dann Nina das nochmal weiter ausführt, bestimmen wir eigentlich beim triple-negativen Mammakarzinom, weil ja hier eine sozusagen erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen erblichen Brust- und Eierstockkrebs ist, eben schon den BRCA-Mutationsträgerstatus, und es geschieht in der Regel über die sogenannten FBREC-Zentren. Das sind die Zentren für familiären Brust- und Eierstockkrebs, wo die Patienten entsprechend verwiesen werden können. Dort findet dann eben die Blutdiagnostik statt. Das heißt, es wird umfangreich eine Familienanamnese erhoben, es wird Blut abgenommen, und dann eben über eine molekulargenetische Diagnostik können dann solche genetischen Veränderungen in der Keimbahn entsprechend nachgewiesen werden. Die würden ja zum einen bedeuten, und das kann vielleicht auch noch mal der Ingo näher erläutern, dass wir unsere operativen Konzepte gegebenenfalls noch mal anpassen, Sprichwort eben prophylaktische Operation der Gegenseite. Und zum anderen hat es jetzt eben die Relevanz, dass, wenn die Patientin nicht optimal auf die Chemotherapie anspricht, wir eben ihr dann den PARP-Inhibitor geben können, der ja in den Studien auch mit einem verbesserten Gesamtüberleben für diese Patienten verbunden war. Und aus dem Grund ist es natürlich so eine wertvolle Therapieoption, dass man auf keinen Fall die Patientin nicht testen würde. Aber vielleicht haben Nina und Ingo noch Ergänzungen zum familiären Brust- und Eierstockkrebs. Ja, liebe Tanja, du hast es schon ganz wunderbar eigentlich zusammengefasst. Ich glaube, der Wunsch geht so ein bisschen mehr dahin, das haben wir auch schon oft diskutiert, dass wir eigentlich jetzt mit dieser Möglichkeit der therapeutischen Option vielleicht auch die Möglichkeit bekommen, mehr zu testen. Also das heißt, wirklich den Patientinnen, die vielleicht bisher auch dann durchs Raster fallen, eine Therapieoption geben zu können und dadurch auch zu ermöglichen, dass die Kriterien sich ein wenig vielleicht aufweiten lassen, gerade wenn ich jetzt später noch zum hormonrezeptorpositiven Mammakarzinom komme, wo wir eben genau auch junge Frauen haben, die die Kriterien zum Beispiel für die Olympiastudie eben erfüllen, therapiert zu werden, und wir dann eben testen könnten. Da freue ich mich eigentlich drüber, dass vielleicht auch über die Therapiemöglichkeit eben wir weiter zu einer offeneren Testung vielleicht auch kommen werden. Ist sicher wünschenswert. Vielen Dank, Nina. Vielleicht ganz kurzes Statement von Ingo Bauerfeind. Bei Vorliegen einer BRCA-Mutation oder ist neu vielleicht auch PALB2, ist damit ein ablatives Verfahren auf jeden Fall gesetzt und auch möglich und auch die kontralaterale prophylaktische Mastektomie? Muss man auf jeden Fall mit der Patientin dann diskutieren. Sie hat einfach ein erhöhtes Risiko, erneut zu erkranken, und hat in meinen Augen damit auch eine klare Indikation für eine Mastektomie beidseits. Das Schwierige ist natürlich bei einer triple-negativen Mammakarzinom-Patientin, die kommt aus einer Chemo und es geht um eine Erhaltungstherapie hinterher. Und
Zwei Seiten zu operieren hat doppeltes Risiko. Und wenn es dann zu Komplikationen gibt, kriegt sie möglicherweise nicht in der Zeit, in der wir das gerne hätten, die Erhaltungsdosis, sodass man zwar die Indikation zur Mastektomie hat, aber vielleicht sich erst um die betroffene Seite kümmert und dann in einem zweizeitigen Verfahren das nochmal nachsieht. Das ist jetzt sehr pragmatisch, weil ich gerade momentan mehr oder minder eine Patientin kasuistisch als Fallbericht habe, die eben über Wundkomplikationen dann die Therapie ein bisschen verzögert hatte, aber triple-negatives Mammakarzinom, BRCA1 positiv oder 2 oder PALB, das hat eine Indikation zur Mastektomie in meinen Augen, ja. Ja, Falls das ist es. ja sicher auf der Grundlage der Diskussion mit der Patientin und auch der Abwägung möglicherweise konkurrierender Risiken. Ja, vielen Dank. Dann schalten wir jetzt nochmal nach Augsburg. Liebe Nina, was gibt's Neues beim Hormonrezeptor-positiven Herzwallen-negativen Mammakarzinom? Da war es ja eigentlich auch in letzter Zeit relativ langweilig, wenn man mal von der Diskussion absieht, wie lange man nun eine endokrine Therapie geben soll. Ja, da hast du recht, lieber Wolfgang, vielen Dank. Langweilig kann man immer interpretieren. Ist es wirklich langweilig oder ist es einfach so schön, dass wir sagen können, wir hatten es schon so gut, dass wir gar nicht so viel Neues erfinden mussten vielleicht. Also ich würde sagen, wenn man es relativiert, dann kann man sagen, eigentlich waren die letzten Jahre die vielen Studien, die gemacht wurden, so überzeugend, dass man sagen kann, ich glaube, wir kennen alle die Hauptmedikamente, das ist Antiöstrogen, Tamoxifen und die Aromatase-Inhibitoren. Und wenn wir dann ein bisschen mehr auf die Prämenopause eingehen und zum Beispiel auch die Hochrisikosituation mit einbeziehen, dann hat natürlich, ich glaube, die ovarielle Unterdrückung, also sprich die Eierstockunterdrückung mit Medikamenten einen hohen Stellenwert. Da hat eben der Mark Thiel auch im letzten Jahr schon dazu berichtet. Was da neu dazugekommen ist, und dann sieht man wieder, jetzt ist es, könnte man wieder interpretieren, langweilig, aber es gibt eine neue Meta-Analyse, das heißt, es sind viele Studien zusammen ausgewertet worden und die haben jetzt Folgendes untersucht, vor allen Dingen in der frühen Situation bei Hormonrezeptor, also Östrogenrezeptor-positiven Frauen, eben die sehr jung sind, also sprich vor der Menopause, über 7000 Patienten, das sind vier randomisierte Studien zusammen genommen worden und man hat jetzt Folgendes ausgewertet, dass man geschaut hat, wir haben ja immer noch diese Fragestellung Tamoxifen plus GnRH-Analogung, also diese Eierstock-Suppression, wie wir sie nennen, ist es eigentlich jetzt besser oder eben genauso gut oder ist es vielleicht sogar schlechter als der Aromatase-Inhibitor plus diese GnRH, also die auch diese Eierstock-Unterdrückung. Und was hat man jetzt gesehen? Es hat im Prinzip wieder ähnliche Ergebnisse natürlich gebracht, wie wir sie aus den Einzelstudien vielleicht auch kennen, nämlich, dass es natürlich sehr gut ist in Bezug, wenn wir die Aromatase-Inhibitoren dazu nehmen, dass wir eine deutliche Verbesserung sehen in Bezug auf das Rückfallrisiko. Was man aber auch gesehen hat, und das ist immerhin nach über 8 Jahren jetzt, wenn man das im Median so auswertet, dann ist es, muss man ganz klar sagen, aber ohne einen Überlebensvorteil hinsichtlich des Brustkrebsrisikos und auch des Gesamtüberlebens. Und dann muss man natürlich wieder zu dem Punkt zurückkommen, wo wir sagen, was setzen wir dann ein? Beziehen wir uns eben wirklich auf dieses Rückfallrisiko nur oder sagen wir, es ist das Gesamtüberleben, das ist der wichtige Punkt. Und danach, glaube ich, müssen wir die Patientin sehr gut aufklären und mit ihr gemeinsam entscheiden. Ich glaube, es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt, den ich immer gerne da noch mit einbringe, dass die GnRH-Analoga, also diese Eierstockunterdrückungsfunktion, ein wichtiges Thema ist für die Patienten, nämlich, dass man auch sagen kann, wir haben eben zum Beispiel gerade hinsichtlich einer Menstruation, die noch regelmäßig stattfindet, vielleicht eine Unterdrückung, wo wir die Eierstöcke lahmlegen und ein bisschen eine bessere Funktion vielleicht wieder damit erzielen können. Das ist der eine Punkt. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, in beiden Gruppen, also diese, ich sage jetzt mal die vor der Menopause, die Frauen wie auch die Frauen nach der Menopause, haben natürlich anhand ihres Risikos einen wirklich großen Profit jetzt auch gezeigt, wo wir sagen können, wir haben neue Medikamente, also die altbewährten, die wir jetzt nochmal eben zusammengefasst haben in der Prämenopause, aber eben auch in der späteren Situation und in der frühen Situation, nämlich mit dem Abemaciclib, das ist der CDK4/6-Inhibitor
Und dem Olaparib, das ist schon angeklungen durch die Frau Professor Fehm, die das uns schon wirklich sehr gut erklärt hat. Insofern gehe ich darauf nicht mehr ein. Aber der CDK4/6-Inhibitor, auch hierzu gab es jetzt eine neue Auswertung. Eben nach nicht nur 2 Jahren, sondern auch nach 4 Jahren hat man auch wieder ähnliche Ergebnisse gesehen, nämlich dass man gesagt hat, es ist wirklich sehr gut, auch im Rückfallrisiko. Das heißt, wir sollten das einsetzen bei Hochrisikopatientinnen, die in Analogie an eine Studie, das war die Monarch-E-Studie, therapiert werden können nach einer Chemotherapie. Und wir müssen ganz klar sagen, die Reise geht aber dahin, dass wir immer noch ein bisschen warten müssen, ob diese Medikamente sich auch dann im Gesamtüberleben mit so einem großen Profit zeigen, wie sie es jetzt auch bezüglich des Rückfallrisikos ergeben haben. Und das Wichtigste, und damit möchte ich dann schließen, dass sie wirklich auch die Medikamente eingenommen werden. Also sprich, wenn wir reden natürlich von der Antihormontherapie, wenn wir Tamoxifen sagen, wenn wir die Aromatase-Inhibitoren sagen, auch die CDK4/6-Inhibition, also orale Therapien, dann wissen wir, dass oft im ersten Jahr schon die Rate deutlich reduziert ist, die konsequent diese Medikamente eben die Patientinnen einnehmen. Und deswegen würde ich dafür plädieren, wenn das regelmäßig erfolgt, hat man schon sehr viel gewonnen. Wolfgang, Vielen ja. Dank. Vielen Dank, Nina, für diese tolle Zusammenfassung. Vielleicht nur eine kurze Frage noch. Junge Patientinnen unter einer antihormonellen Therapie, die noch Kinderwunsch haben und was sehr, sehr wünschenswert ist, vor der Chemotherapie fruchtbarkeitserhaltende Maßnahmen durchgeführt haben, dürfen die und wenn ja, wann schwanger werden? Genau. Das ist immer eine große Frage. Ich glaube, auch hier sind wir noch nicht endgültig in der Beantwortung, aber wir würden mal anhand der Daten, die bisher existieren, würden wir sagen, es wäre immer sinnvoll, eine adjuvante endokrine Therapie für 2 Jahre zu empfehlen, eben um dann schwanger zu werden. Bis dahin haben wir, also zu dieser Datenlage, sage ich mal, gibt es zumindest Einzelfälle und auch wirklich ein paar Daten aus der Literatur, sodass man sagen kann, da fühlen wir uns auch als Ärzte recht wohl, wenn man sagt, man hat zumindest einen Teil der adjuvanten Therapie durchgeführt für 2 Jahre. Und ganz klar, wir wissen noch nicht ganz genau, da wird es ein paar Studien dazu geben, wie wir mit der Situation umgehen, wenn man zum Beispiel auch mal durch eine Schwangerschaft unterbrechen würde, eine Therapie und dann wieder anfängt. Da kommt noch einiges in Zukunft. Vielen Dank. Dann schalten wir jetzt nach Frankfurt. Oder eigentlich muss man ja sagen, dankenswerterweise in den Skiurlaub, wo der Professor Thiel gerade ist und sich netterweise Zeit nimmt für uns. Lieber Marc, beim HER2-positiven Mammakarzinom gab es ja in der metastasierten Situation enorm viel Neues in den letzten 2 Jahren. Hat sich beim frühen Mammakarzinom HER2-positiv auch was getan? Ja, Wolfgang, vielen Dank für die Frage. Du hast es schon richtig eingeleitet. Metastasiert sehr viel, früh eher wenig. Und ich würde einfach mal ein bisschen ausholen wollen und trotzdem in der Zeit bleiben, dass wir ja im Prinzip drei Interessensgebiete mal kurz benennen sollten. Das eine ist dann natürlich die adjuvante Situation, die neoadjuvante Situation und wie kann ich das jetzt deeskalieren oder wann eskaliere ich? Und wir haben nach wie vor bestehende Daten zu dem Thema adjuvante Therapie, also erstmal Operation und dann adjuvante Systemtherapie bei Patienten, die einen Tumor bis 2 Zentimeter haben, Hormonrezeptor positiv sind und keine Lymphknotenmetastasen haben. Dem geht eine Studie mit der schönen Abkürzung APT voraus. Und es gibt die neoadjuvante Situation, bei der wir eigentlich eher so die höher Risikopatientin mit ja, in der Situation behandeln wollen. Aber ganz klar, auch wir entscheiden natürlich, wie aggressiv ist denn der Tumor auch anhand seiner Zellteilung. Und das sind dann mitunter eben auch Patienten mit einem oder Patientinnen mit einem Tumor kleiner 2 Zentimeter. Das Ziel ist immer das gleiche, in der neoadjuvanten Situation herauszufinden, wer spricht auf die Therapie an und wer eben nicht. Das Schlüsselwort ist hier pathologische Komplettremission, das heißt das komplette Verschwinden des Tumors nach einer Therapie. Und die Patienten, die eben noch Resttumor haben in der Brust oder in den Lymphknoten, das sind diejenigen, die eben dann eine sogenannte postneoadjuvante Therapie erhalten mit dem T-DM1. Soweit, so gut. Da hat sich jetzt nichts in irgendeiner Art und Weise geändert.
Die Daten, die wir aber gesehen haben, die waren eher konfirmatorischer Art. Ich habe mit Oleg Lutz jetzt an dem Kapitel schon gearbeitet und wir haben uns mal die Frage gestellt, ist das denn eigentlich noch so, dass wir nach wie vor eine inkonsistente Datenlage haben, HER2-positive Tumoren, kleiner gleich 5 Zentimeter, doch sehr restriktiv zu behandeln. Und ja, die Datenlage ist nach wie vor inkonsistent. Auch hier gilt es immer, wann ist denn wirklich eine Chemotherapie gerechtfertigt beim Tumor, der 5 Millimeter und kleiner ist? Und da muss man einfach sagen, da muss man individuell entscheiden. Was wir aber gesehen haben hinsichtlich konfirmatorischer Ergebnisse aus der adjuvanten Situation, das war ein Update, eine finale Analyse des Gesamtüberlebens der Affinity-Studie nach 8,4 Jahren Follow-up. Und da hat man gesehen, dass bei der Patienten mit Lymphknotenmetastasen hier ein Gesamtüberlebensvorteil durch die Verwendung von Pertuzumab und Trastuzumab besteht, bei der Patientin ohne Lymphknotenmetastasen nicht. Das heißt, wir werden auch diese Situation in keiner Art und Weise weiter benennen, dass wir in der nodalen negativen, sprich nicht axiale Lymphknotenpositiven Situation diese Doppelkombination einsetzen. Das Gleiche gilt auch für die postneoadjuvante Situation, das heißt, ist eine Patientin initial Lymphknoten positiv, sprich hat sie axilläre Lymphknotenmetastasen, dann würden wir eben auch im Anschluss trotz einer pathologischen Komplettremission mit dem Pertuzumab und dem Trastuzumab agieren. Stichwort APT-Studie vielleicht nochmal ganz kurz. Ich habe das ja gerade gesagt, 2 Zentimeter und nicht größer, Hormonrezeptor positiv und keine Lymphknotenmetastasen. Wie ist das in der neoadjuvanten Situation? Und da gab es Daten, über die wir zumindest mal nachdenken sollten, aus dem WSG-ADAPT-Umbrella-Programm. Hier die WSG-ADAPT-HER2-positiv Hormonrezeptor-Negativ-Studie. Alle diese Patienten hatten also keine positiven Hormonrezeptoren. Und hier hat man in der jetzt Analyse nach 60 Monaten Follow-up gesehen, dass all die Patienten, die eine pathologische Komplettremission hatten, das waren 2 Patientengruppen, diejenigen, die Trastuzumab pertuzumab bekommen haben und eine Gruppe, die Trastuzumab pertuzumab plus Paclitaxel bekommen hat, dass die Patienten, die eine pathologische Komplettremission hatten, nicht von einer nachfolgenden adjuvanten Chemotherapie profitiert haben, sodass man jetzt schon sagen könnte, und das ist jetzt erstmal Hypothesen generierend, weil nur 134 Patienten bei der Studie teilgenommen haben, dass zumindest Paclitaxel plus Trastuzumab plus Pertuzumab, wie auch in der APT-Adjuvanz-Studie hier in der Neoadjuvanz-Situation durchaus eben eine Therapieoption darstellen. Also eher konfirmatorische, Hypothesen generierende Daten, aber substanziell tatsächlich nichts Neues. Vielleicht noch eine Substanz am Ende, die wir alle gar nicht so gerne haben, das Neratinib. Da werden wir uns sicherlich nochmal auf dem State-of-the-Art-Meeting unterhalten müssen, denn da gab es auch eine finale Analyse. Sie wissen ja vielleicht, Neratinib, Tyrosinkinase-Hemmer, die man für ein Jahr nehmen kann, nach einem Jahr Trastuzumab. Und dieses Medikament macht sehr viel Diarrhöen, sehr viel Durchfälle, sodass das eigentlich relativ ungerne gesehen ist, aber bei der Hormonrezeptor-positiven Patienten, da gab es jetzt einfach wirklich auch gute Daten in der Situation nach einem Jahr Trastuzumab, sodass wir da noch mit unserer Bewertung diskutieren werden und das sicherlich eine Option ist, weil die Studie einfach positiv ist und wir hier einen Vorteil für das krankheitsfreie Überleben sehen. Ja, vielen Dank, Marc, für die tolle Zusammenfassung. Wenn dich jetzt eine Patientin fragt, diese tollen neuen, sehr verheißungsvollen Medikamente aus der metastasierten Situation, kann man die nicht jetzt schon beim frühen Mammakarzinom einsetzen? Na, wenn du so fragst, dann muss ich natürlich mit Ja antworten, denn wir stehen ja auch alle, die wir hier in der Runde sind, dafür, dass wir neue Medikamente durch Studien überprüfen und dass wir auch Studien sehr hoch hängen, was auch neue Therapien angeht. Und da verraten wir Ihnen als Patientin kein Geheimnis, dass die neuen Substanzen auch in der frühen Situation getestet werden, eben auch in der postneoadjuvanten Situation. Ich glaube, dass wir dann eben die Probleme bekommen, die wir ja auch immer haben, wenn erfolgreich in der metastasierten Situation getestete Medikamente einfach nach vorne rutschen und wir uns dann fragen müssen, ist es effektiv? Ja, das wird dann die Studie zeigen und was kommt danach? Und das werden wir uns dann später überlegen. Aber ganz klar, die Studien werden zu laufen, Wolfgang. Ja, vielen Dank. Das ist praktisch das perfekte Schlusswort. Vielleicht nochmal etwas zu mitnehmen für Sie alle, die uns zuschauen. Wir sind
zutiefst überzeugt, dass die Teilnahme an Studien nicht nur zukünftigen Patientinnen hilft, sondern ganz, ganz häufig eben ihnen selbst auch helfen kann, zum Beispiel eben durch den Einsatz neuer Medikamente. All die neuen Medikamente, die wir heute jetzt schon zulassungsgerecht einsetzen, waren vor einigen Jahren eben noch experimentell. Sie haben durch die Studienteilnahme die Chance, jetzt schon von verbesserten Therapiekonzepten zu profitieren. Ich darf mich bei euch, liebe Tanja, Nina, Ingo und Marc, ganz herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diese wichtigen Themen miteinander zu diskutieren. Und wir alle bedanken uns bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse und wünschen im Namen der AGÖ-Kommission Mama für dieses Jahr 2023 alles erdenklich Gute, ein zufriedenes Jahr, ein möglichst friedvolles und vor allem natürlich auch ein gesundes Jahr. Vielen Dank.